Die Jugendherbergen in Deutschland haben ein angestaubtes Image. Vor allem die Hostels machen ihnen in großen Städten Konkurrenz. Doch die traditionellen Unterkünfte wollen raus aus der Nische und mit neuen Aktivitäten mehr junge Menschen anlocken. In einer Gewitternacht im Jahr 1909 hatte Richard Schirmann eine Idee: Auf mehrtägigen Wanderungen sollten Schüler sichere und günstige Unterkünfte zum Übernachten finden können. 3 Jahre später gründete der Lehrer in der Burg Altena im Sauerland die erste dauerhafte Jugendherberge, sie existiert noch heute. Längst ist ein flächendeckendes Netz mit in Deutschland 471 Herbergen entstanden. Es klingt ein bisschen romantisch, in den Anfangszeiten schliefen die Gäste wirklich noch auf Strohsäcken, erzählt Knut Dinter vom Deutschen Jugendherbergswerk. Das hat das Image von Jugendherbergen geprägt. Das Stroh ist längst verschwunden, und auch die Zeiten liebloser Schlafsäle sind passé. Stattdessen gibt es heute meist mehr Bettzimmer für bis zu 6 Personen, in Neu- und Umbauten zunehmend auch kleinere Zimmer mit angeschlossenem Bad. Im Gegensatz zu früher, als es noch klassische Herbergseltern gab, werden die Einrichtungen heute von ausgebildeten Profis geleitet, ergänzt Dinter. Um den modernen Ansprüchen der Reisenden gerecht zu werden, hat sich das Freizeitangebot erweitert. Statt oder ergänzend zu Wanderungen werden verschiedene Aktivitäten angeboten, von Geocaching und Stadtführungen über Segelkurse bis Yoga. Jugendherbergen sollen mehr sein als Bett und Brötchen. Wir haben einen pädagogischen Anspruch und wollen zur Völkerverständigung beitragen, sagt Dinter. Bei der Sanierung von Gebäuden wird deshalb vor allem auf die Gemeinschaftsräume Wert gelegt. Doch sind Jugendherbergen nicht durch die stetige Ausbreitung von Hostels, schicken preiswert Hotels wie Motel One und Airbnb bedroht.